Hallo meine lieben 118 Abonnenten. Heute ist ein Christmas Rideout und ja, ich musste leider noch arbeiten, aber jetzt bin ich auf dem Weg dahin und mal gucken, wo ich die Leute treffe und ob ich noch rechtzeitig ankomme. Wie rechtzeitig muss man sich anmelden? Wir sind heute hier, weil wir euch unterstützen wollen. Unser Verein Santa Claus on Road kehrt an jedem dritten Adventssamstag für die Bedürftigen in der Stadt. Und wir haben euch eure Einrichtung. Oder wir haben uns eure Einrichtung ausgeguckt und weil wir der Meinung sind, dass auch für die Kinder und Jugendlichen viel getan werden muss in unserer Stadt und gerade so eine Einrichtung wie die eure, die hier so einen richtigen kleinen Bauernhof haben und sich ja und die Kids im Grunde genommen ja nah, sehr den normalen Bauern nahe bringen. Ich habe auch gehört, ihr macht viel handwerkliche Sachen. Und es ist einfach wichtig, dass wir auch dann auch für die Zukunft haben. Und da sind solche Institutionen wie die Eure. Ist das geil, Leute? So viele Weihnachtsmänner, so viele geschmückte Motorräder. Das ist richtig geil. Mein Heikochen. Guckt mal, wie viele Motorräder. Da vorne auch. Hier ist was los, ey. Geil. Und wie die alle geschmückt sind, was die sich für Mühe gegeben haben. Total geil. Ey, wie die überall stehen mit ihren Handys, ist das cool. Oh, wir fahren doch nicht etwa durch einen Tunnel? Schade, dass jetzt meine Tunnelkumpels nicht da sind. Das würde ja wieder knallen im Karton. Geil. Mein Nummernschild! Er hat hier voll die Mucke an. Wo ist denn mein Heikochen? Da bist du ja! Yeah.
Warte, wir machen nochmal ein Selfie zusammen. Ja, wie gesagt, das ist hier meine erste Christmas-Fahrt. Und wie ich jetzt mitbekommen habe, fahren die wohl von Einrichtung zu Einrichtung und beschenken die Leute mit den Spenden. Ja, und die freuen sich. Wir freuen uns auch, dass wir hier so cool fahren können. Und das mache ich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Weihnachtsmänner. Heiko? Das ist mein Bike. Heiko?